Ja, hallo und willkommen zurück zu Thief. Hätte ich gewusst, dass die Kombination so einfach ist, hätten wir das beim letzten Mal noch machen können. Die Kombination für diesen Safe ist nämlich 017. Schnelles Ding hier. Zack. Wow. Hier haben wir ja einiges Schönes. Ich höre da unten schon wieder Wachen. Ach, das hier ist auch unser Ausgang. Aber da müssen wir ja jetzt auch erstmal lebend hinkommen. Und speziell was dieses lebend angeht, habe ich eigentlich ziemliche Bedenken. Wenn ich das mal so offen sagen darf. Wo ist meine Lieblingstür? Ich will meine Lieblingstür. Wo ist meine Lieblingstür? Komm hier rein. Wo ist der Franz? Habe ich hier nicht einen abgelegt? Du kriegst mich nicht. Ich bring dich zur Strecke. Ja, ja. Komm einfach nur hier rein, dann wirst du sehen, was geschieht. Warum tot? Ich habe hier niemanden umgebracht. Ruhig bleiben. Ein Götze ist tot. So. Ich bring dich zur Strecke. Also entweder ihr kommt jetzt hier rein oder ihr zieht wieder ab, ganz ehrlich. Nochmal einseitig an den Kopf und zack. Der hat sich nicht ernsthaft selbst angezündet, oder? Bist du ein Lappen, ganz ehrlich. Komm mit. Ich hab Lust auf ein Steak. Dip, dip, didi. Das wird gut schmecken. So, dürfte ich jetzt bitte hier raus? Habe ich echt einen Götzen aus Versehen umgebracht? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Hä, wo ist denn der andere Leuchter? Scheint, als hätte das keiner mitbekommen. Also haben wir dahinter wohl zumindest ein paar Meter lang Ruhe. Gib das mal her, das werde ich noch gebrauchen, denke ich. Und den Pfeil nehme ich natürlich auch wieder mit. Das hier kennen wir schon. Das ist mir sowas von egal, das glaubst du gar nicht. Wenn du der Dämmerung trotzen willst, komm heraus. Hey! Ist das ein Mist?
Das ist das Problem. Wenn ich Flaschen und so in der Hand habe, dann kann ich nicht mehr K.O. schlagen. Tut mir leid, das musste sein. Und gute Nacht. Ich hätte ihm so schön eine über den Dez ziehen können. Dafür fliegst du. Und mir gehen langsam die wirklich guten Pfeile aus. Also ich sollte mal wieder bei Gelegenheit bei einem Händler vorbeischauen und mich aufrüsten. Das heißt, falls ich überhaupt jemals lebend rauskomme natürlich. Dieses ganze Feuer hier, ich brauche Dunkelheit. Meine? Sonst scheint es hier keine wertvollen Dinge mehr zu geben, außer diesen hier. Oh oh, jetzt geht das wieder los. Ach, das ist der Ort, wo wir damals waren, ne? Ich werde dir helfen, so gut ich kann. Ein Dieb sollte nie zum Ort des Verbrechens zurückkehren. Aber der hier verfolgt mich. Irgendwo hier drin geht es hinunter zum Laboratorium. Er ist immer noch hier. Irgendwo. Ah, shit. Das wird eine lange Nacht, wenn er zurückkommt. Es wird eine lange Nacht, wenn er zurückkommt. Verdammt nochmal, das gefällt mir nicht. Oh, so. Erstmal wieder hier die Bedrohung beseitigt. Ei. Meins? Was war das denn für ein Geräusch? Hier ist ein komischer Stein. Darf ich wieder raus? Da liegt noch Geld. Hier ist eigentlich alles ruhig und friedlich. Vielleicht zu ruhig und zu friedlich, wer weiß das schon? Boah, das geht aber tief nach unten, Mensch. Kommt man ja in 172 Jahren nicht an. Meine? Was ist das? Neues Dokument. Die Familie Northcrest führt den Löwen schon seit Jahrhunderten. Er symbolisiert Stand, Stärke und Führungsanspruch unserer Blutlinie. Dank der Voraussicht meines Großvaters gewann das majestätische Tier neue Bedeutung. Die Northcrests wurden zu den Löwen der Industrie. Wir haben die Stadt durch das Eisen gestärkt, Arbeitsplätze geschaffen, neue Gebäude auf den alten errichtet und den Grundstein für eine fortschrittliche Zukunft gelegt. Aber an jeder Ecke stören die alten Götter des Aufwärtsstreben der Stadt und verpesten den Geist der Mensch mit spirituellem Stillstand. Ich erkenne, dass diese überflüssig gewordenen Götter nur noch eine tote Ausrede für eine Bevölkerung sind, die ihre zwangsläufige Selbstverantwortung wiederentdecken muss.
Zu Ehren der alten Götter habe ich beschlossen, die Familienkapelle von Northcrest Manor in einen Sicherheitsraum für das Northcrest Familienerbstück umzuwandeln. Das Herz des Löwen. Sollten sich die alten Götter daran die Zähne ausbeißen. Eine Lüpe. Danke. Herzlichen Dank. Na, ich danke dafür. Das ist das Ursteinfragment. Aber was das ist das für eine Vorrichtung? Egal, ich muss das gute Stück da irgendwie rauskriegen. Was steht denn da noch? Das Fragment kann durch Rotation zur Resonanz gebracht werden, aber der entstehende Drehimpuls führt möglicherweise zu Rissen in der Eindämmungseinheit. Falls die Frequenz zu schnell erhöht wird, ist das die Rache des Glasherstellergilde. Woher soll ich sonst Platten geeigneter Stärke bekommen? Wenn nötig, lasse ich Eastwicks Markthalle abreißen. Die Stabilisierung der Urkraft hat oberste Priorität. Na, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen hier um, ne? Hier ist noch irgendwas. Meine Zukunft entkleidet mir. Hansfield ist seit den Aufständen in der Heilanstalt verschwunden. Genau wie die Urkraft. Meine Experimente unter Northcrest bringen nach wie vor keine Ergebnisse hervor. Kein Element scheint imstande zu sein, den Originalstein von unterhalb der Stadt zu ersetzen. Ebenso gelingt es mir nicht, die Dissonanz zwischen den Teilen zu stabilisieren. Wenn ich doch nur das Buch noch hätte. Ob die Umkehrung des Vorgangs wohl der Schlüssel zum Erfolg wäre? Aber jetzt verfüge ich nicht einmal mehr über den Körper des Mädchens. Die Zeit verrinnt, mein Körper schwindet dahin und ich kann mich niemandem mehr zeigen. Ich habe beschlossen, Northcrest nicht mehr zu verlassen und über Thaddeus zu operieren. Wie konnte es dazu kommen? Die Dinge sollten doch besser werden. Ein goldenes Zeitalter. Ich weigere mich, den Kampf für den Fortschritt aufzugeben. Ich bin nicht mein Vater. Mr. Farnum, der Generator seiner Lordschaft ist wirklich mächtig seltsam, ohne Zweifel. Wir haben die Klappen gesäubert und die Basis vernietet. Wie gefordert, ist nun alles dichter als die Rohre am anderen Flussufer. Wir haben noch ein paar Sachen darunter liegen lassen, die holen wir aber später nach der Hausversammlung auch noch. Okay. Muss ich hier dran ziehen? Läuft doch. Moment. Ich glaube, so ist es gut. Druck leitet die Sprünge aus. Wenn ich an den richtigen Stellen ansetze, kann ich das Ding knacken. Ganz genau. Da kümmern wir uns aber gleich drum. Ich wollte vorher noch hier oben schauen. Schon wieder ein Buch, was die alles haben. Der Bau der Energielösung für die Stadt hat begonnen. Sobald ich die Urkraft nutzbar gemacht habe, wird die gefangene Energie im Inneren des Bergfriedes aufbewahrt. Bei seiner Inbetriebnahme sollte das Urkraftgefäß eine nahezu grenzenlose Energiemenge freisetzen. Ein weitreichendes Netz von Leitungen wird diese Energie aus meinem Bergfried ins Zentrum bis zu den äußersten Bereichen der Stadt befördern. Die Rohre dafür sind in vielen Bereichen bereits verlegt, obgleich nicht viel zu tun bleibt. Nach so vielen Jahren steht das neue Zeitalter der Industrie endlich bevor. Ich sollte erwägen, ein Porträt von Samias für den Bergfried in Auftrag zu geben. Oh nee, ich spring da nicht runter. Nee, sowas machen wir nicht. Moment. Läuft's?
Oder wie, oder was? Was haben wir denn hier unten noch Schickes? Diep, 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 diep. Oh! Ist das alles oder kommt da noch was? Na, dann gehen wir halt wieder hoch. Das klappt ja noch nicht ganz, wie es soll. Okay. Alles klar. Oh yeah, das klappt gut. Hilfe! Na, dann wollen wir mal. Das Heilmittel! Nimm ihr Blut! Da! Ich werd geschmissen! Ich fall! Au! Aber ich hab, was ich brauche. Und ein Fokuspunkt. Entkomme aus dem Anwesen. Okay. Aber zunächst erstmal das Wichtigste hier, ne? Das ist ja mal ganz klar. Machen wir hier den Scharfschützen rein. Und hoch. Oh Gott, nicht du schon wieder. Was ist das? Der Meister D? Komm ich ungelegen? Ehrlich gesagt, ja. Wie ungeschickt, verzeih mir. Seit unserem ersten Treffen bin ich etwas ungelenk auf diesem Fuß. Tauchte man Hände von Dieben in heißen Tee. Oh oh. Garrett. Aber deine stelle ich mir auf den Kamin. Bams. Und mach's gut, du Schwein. Ich bin weg. Sauber entkommen, würde ich mal sagen. Sauber entkommen. Dieser verdammte Diebesfänger, General, der ist immer in meiner Nähe. Das kann echt nicht wahr sein. Den muss ich doch irgendwie mal loswerden. Aber ich bin kein Killer, also muss ich mir wohl andere Mittel überlegen. Wow! Verlasse die Kanalisation, das ist unser neues Ziel. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal ein Päuschen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!